Worauf warten wir noch? Geschafft. Das war verdammt eng. Carter, hier Falk. Wir sind unterwegs. Nehmen Sie die Lok zum Testgelände und sagen Sie, wenn Sie da sind. Oh nein, das war nicht gut. Halten Sie sich irgendwo fest! Seht euch das an! Leute! Verdammt! Hey, dieses Ding geht nicht schneller! Da oben sollte ein Funkgerät sein. Ich hoffe bloß, die sind noch nicht weg. Los, Carter! Funken Sie sie an und dann weg hier! Falk! Agent Weaver! Hört mich jemand? Verstanden, Agent Carter. Sky Ranger One hört Sie. Ich habe Falk und Weaver und bin jetzt unterwegs zu Ihnen. Deckung nehmen, da drüben. Jawohl, schon unterwegs. Kein Problem. Bereit. Die Bombe da oben gefällt mir gar nicht. Können Sie lieber wieder zurück zur Basis? Sollte schon gehen. Solange wir keine Tests durchführen, oder? Da kommen Sie! Da sind Sie! Das Gebiet haben Sie abgeriegelt! Sie sind unten! Besorgt eine Artillerie! Feuerunterstützung kommt! Stellen Sie ein Geschütz auf! Raketenturm bereit! Mine legen! Da! Los, draufhalten! Sagen Sie uns, wo wir hin sollen, Carter! Wo ist Falk? Können Sie ihn sehen? Carter! Nils! Vorsicht! Los, Falk! Kommen Sie! Noch mehr Köpfe! Keine Ahnung, wie lange wir das durchhalten! Verminen Sie das Gebiet! Landmine gelegt! Eliminieren Sie ihn! Viel gehört mir! Carter, wir sehen, dass sich feindliche Kräfte ihrer Position nähern. Diese Dreckschweine geben einfach nicht nach. Sky Ranger, wie schnell können Sie den Explosionsradius auf dem Testgelände räumen? Explosionsradius? Carter, was haben Sie? Ich werde die Testsequenz starten. Nur so kann ich verhindern, dass Sie uns verfolgen. Und kann's Ihnen heimzahlen. Carter, er hat recht, Sir. Der Sky Ranger ist auf Geschwindigkeit ausgelegt. Aber mit diesen Outsider-Schiffen kann er nicht mithalten. Also gut, dann los. Gut,
verpassen wir diesen Dreckskerlen ein kleines Andenken an uns. Bombentestsequenz eingeleitet. Begeben Sie sich sofort an einen sicheren Ort. Hören Sie, wir sind weder in Sicherheit, noch ist der Kampf zu Ende. Aber halten Sie sich an mich und tun Sie, was ich sage, dann schaffen wir das. Ja, Sir. Wir sind dabei, Agent Carter. In Deckung, los! Dahin, in Ordnung. Marschiere los! Weitere Feinde! Legen Sie eine Mine! Mine raus! Ein Geschütz dahin! Da kommen welche! Die Geschütz vor! Fackelt das Areal ab! Hier kommt Unterstützungsfeuer! Meister, der Sky Ranger! Sky Ranger und Carter! Agent Carter, melden Sie sich! Ihr spricht Carter. Sie wollen's wohl spannend machen, was? Wir kommen! Gehen Sie an Bord! Wir sind in Sichtweite, Sir. Ich setze zur Landung an. Zentrale, hier Sky Ranger One. Erbitte Landegenehmigung. Verstanden, Sky Ranger. Erlaubnis erteilt. Sie haben Landeplatz 3. Ein Loch im Boden reicht nicht, um die Dinger zu besiegen. Geben Sie es zu, Sie sind beeindruckt. Sagen Sie, was heißt Bureau eigentlich? Bureau of Operations and Command. Nie gehört. Sie war nicht eingeweiht. Diese Basis sollte erst in einem Jahr in Betrieb gehen. Wir haben jeden Mann eingezogen, der für das Projekt vorgesehen war. Aber, nun ja, wir werden etwas unterbesetzt sein. Direktor Falk, willkommen zurück. Die gehören zu mir. Wenigstens ist dieser Ort hier sicher. Und das soll auch so bleiben. Ich informiere alle Mitarbeiter um 3 Uhr. Kommen Sie dann in die Einsatzzentrale. Ich habe viel um die Ohren, Carter. Agent Weaver zeigt Ihnen alles. Hier unten, Carter. Kommen Sie. Als der Ivan den Sputnik hochschoss, bekam's die Führung mit der Angst. Dieses Projekt erhielt Top-Priorität. Inoffiziell natürlich. Das war's. Lass es so. Nicht mehr bewegen. Okay, die Show ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Carter, das ist Nico da Silva, Senior Field Agent. Nico, Sie teilen sich Ihren Arbeitsplatz mit Agent Willkommen Carter. Willkommen in der modernsten Anlage der Welt. Falk will, dass er schnellstens einsatzbereit ist. Der Zeitfaktor zählt. Zitat Ende. Okay. Tja,
Kommen Sie, unser Büro ist gleich hier. Ein harter Brocken, diese Weaver. So, da wären wir. Das da ist mein Tisch. Ihrer ist da drüben. Machen Sie es sich bequem, Will. Wie es aussieht, wird das Ihr Büro und Ihr Wohnquartier sein. Ich darf Sie doch Will nennen. Nein, dürfen Sie nicht. Also, ich nenne Sie nicht Agent Carter. Ich bin Soldat, aber so formal bin ich nicht. Ich ziehe William vor. Ja, ich ziehe Nico vor. Auch wenn meine Mutter darauf besteht, mich Nicholas zu nennen. Manches hat man eben nicht in der Hand. Ich sehe schon, wir werden uns schnell anfreunden. Freut mich. Mein Vorrat an Freunden ist in letzter Zeit stark geschrumpft. Was, da ist das Silber? Fürs Erste, klar. Falls Sie Fragen haben, nur zu. Und noch etwas. Ja? Der Alte, Direktor Falk. Er ist schwer zu beeindrucken, aber Sie haben es geschafft. Hätte ich nicht gedacht nach der Lektüre Ihrer Akte. Die einzig freudige Überraschung heute. Wie viele hier kennen meine Vergangenheit? Wir kennen uns alle. Keine Sorge, Sie dürfen auch alles über uns lesen. Der Alte findet, je mehr Bindung wir untereinander haben, desto effektiver sind wir. Beim Büro werden Sie sich ändern müssen. Hier arbeiten wir in Teams. Sie scheinen es eher gewohnt zu sein, allein zu operieren. Naja, ich bin es auch gewohnt, dass der Gegner ein Mensch ist. Nach einem solchen Angriff müssen sich alle ändern. Ich bin heute ein anderer Mensch als noch gestern. Wissen Sie? Wie wahr? Wo waren Sie heute Morgen? Auch was mitgekriegt von all dem? Nein. Ich habe Daten zu einer Wetteranomalie gesammelt. Auf dem Land. Irgendwas hat Fernseh- und Radiosignale gestört. Alles außer militärische Geräte. Seit dem Angriff ist das weltweit überall das Gleiche. Die haben vor dem Angriff unsere Kommunikation lahmgelegt und damit unsere Koordination. Clever. Aber das hat uns auch geholfen. Können Sie sich die Panik vorstellen, wenn die Öffentlichkeit mitkriegt, dass Aliens angreifen? Sie scheinen sich hier gut auszukennen. Normal arbeite ich nicht in dieser Anlage. Tat eigentlich keiner, bis heute. Ich bin bei der NSA. Aber letztes Jahr war ich einem kleinen Team unter Direktor Falk zugeteilt. Wer ist sonst noch im Team? Es sollte eigentlich bis zum Ernstfall klein bleiben. Jetzt kommen Leute, die schon vorher dafür vorgesehen waren. Naja, wenn sie noch am Leben sind. Es waren schon Leute ausgewählt? Von wo? Vom Militär, Geheimdienst, CIA. Sogar einige Zivilisten. Keiner wusste, dass er ausgewählt war, bis der Anruf kam. Heute Morgen hat Falk das Projekt aktiviert und alle verständigt. Und wer war vorher hier? Ein paar Jahre lang nur ein paar Dutzend Spezialisten. Aber jetzt müssen wir viele neue Kräfte einarbeiten. Ich muss mich erstmal hier orientieren. Wir reden später. Sicher, Will. Schön, Sie an Bord zu haben. Der Direktor will loslegen. Kommen Sie, sichern wir uns gute Plätze. Licht aus. Wir sind im Krieg. Einem anderen als erwartet. Room Range, 21 Uhr. Überlebende, 6. In nur wenigen Minuten gelang es dem Feind, die strategische Kommandozentrale zu zerstören. Um 21:30 war das strategische Kommando ausgelöscht. Unsere gesamten Streitkräfte sind besiegt. Der Funk ist tot. Das rote Telefon wird nicht klingeln. Und darum übernehme ab sofort ich, Myron Falk, das Kommando über unsere verbliebene Landesverteidigung. Das Büro hat den Auftrag, den Widerstand für den Fall einer erfolgreichen sowjetischen Invasion zu koordinieren. Der Auftrag bleibt der gleiche. Nur der Feind ist ein anderer. Wir haben es mit einem Gegner aus dem All zu tun. Seine Identität ist noch unbekannt. Aber eines ist klar, dieser Feind hat uns dezimiert. Seine Technologie ist der unseren um Jahrzehnte voraus. Wir müssen sie uns zu eigen machen. Seine Waffen werden zu unseren Waffen. Und dann werden wir ihn vernichten. Ich gebe neue Befehle. Überleben, anpassen, siegen. Willkommen bei XCOM.
Nein! Nein, nein, ich kann Ihnen helfen! Lasst mich zu Ihnen! Will! Carter! Hey, Will! Aufwachen! Was? Großer Gott, Carter, wieso sehen Sie nach dem Schlafen noch schlechter aus als vorher? Mir fehlt nichts. Und Ihr Geschrei, um mich aufzuwecken, hilft auch nicht. Ich habe nicht geschrien. Was habe ich gesagt? Irgendwas von einem Feuer. Weiß nicht. Ist ja kein Wunder nach so einem Morgen. Nein, es ging nicht um... Es ging nicht um Groom Range. Ich tippe mal, Sie sind ab heute nicht der Einzige mit Albträumen. Nach diesem Krieg verdienen sich Psychiater eine goldene Nase. Falls es eine Zeit nach dem Krieg gibt. Finstere Aussichten. Naja, Fork sucht Sie. Er will Sie in seinem Büro sprechen. Sofort. Hat der Alte gesagt, was er von mir will? Anscheinend kennen Sie ihn noch nicht so gut. Der Direktor sagt grundsätzlich jedem nur, was er seiner Meinung nach unbedingt wissen muss. Tja, kann mir wohl keiner vorwerfen, dass ich kurz gepennt habe. Schließlich ist das hier anscheinend Büro und Schlafquartier. Ja, da lässt dein Notfallplan hier und da wohl noch zu wünschen übrig. Ach ja, so wie damals im Wohnheim an der Uni, was? Ja, nur dass ich in Mrs. Hawthorns Pension in Terre Haute gewohnt habe. Hatte mein eigenes Bad und alles. Ah, nobel der Herr. Hatten Sie was über das Radio da gesagt? Oh ja, das billige Ding spielt normal den ganzen Tag Aufzugmusik. Aber neuerdings kommt immer so ein komisches Signal. Keine Ahnung, was damit los ist. Haben wir wirklich nichts Wichtigeres zu tun? Doch, darum habe ich Sie auch damit in Ruhe gelassen. Aber wenn jemand von außen durch dieses Störsignal senden kann, naja, dann könnte das wichtig sein. Wer könnte mehr darüber wissen? Reden Sie mit Operator Trotsky. Sie ist Informationsoffizier für das Bureau. Überwacht den Funkverkehr, arrangiert Kontakte, regelt, was die Öffentlichkeit hört. Das alles. Ich sehe mal nach, was der Alte will. Bis später, Will.